Wichtig ist, dass wir so schnell cool können machen, dass sie ein rennen und wir in dieser Hitze können ein bisschen und ein bisschen Kraft sparen. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Einstellung von der Mannschaft. Wir sind happy. Es ist heute sicher ein Limit für alle Beteiligten bei dieser Hitze. Aber wir haben es auch hochkonzentriert in Angriff genommen. Zum Glück ist diesmal das Spielglück auf unserer Seite. Wir haben in den entscheidenden Moment das Goal machen können. In der zweiten Halbzeit haben wir dann vorne ein bisschen unkonzentriert gespielt. Aber es hat natürlich auch mit den Belastungen bei dieser Hitze zu tun, dass dann natürlich alles schon viel schwieriger wird, aber wir sind happy über die drei Punkte, dass wir es zu null geschafft haben heute und jetzt freuen wir uns heute Abend und ab morgen konzentrieren wir uns auf Chiasso. Erik, auch erstmal Glückwunsch, erster Saisonsieg. Kann man wohl unter dem Motto verbuchen, Hauptsache gewonnen bei der Hitze heute, oder? Ja, auf jeden Fall, es war nicht einfach zu spielen. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Einstellung von der Mannschaft, vor allem in der ersten Halbzeit, wo man gesehen hat, dass der Willen und die Aggressivität da war, dass wir Wiedergutmachen betreiben wollte und dass wir den Sieg unbedingt wollten. Ich denke, dass dieser Einsatz vielleicht der zweite Halbzeit ein bisschen Tribut gezollt hat, weil vor allem in der Konzentration nach vorn, wo wir doch die Match locker mit 4-5 Toren mehr ausspielen müssen, nicht gelungen ist und dadurch am Schluss noch ein paar gefährliche Situationen entstanden sind. Ich denke mal, dieses 3-0 jetzt kann ja auch eine Blockade lösen bei der Mannschaft. Gerade der erste Sieg jetzt im Kasten ist, dass es vielleicht auch leichter läuft dann jetzt. Ja, für uns ist es jetzt ein Beginn. Wir müssen auch nicht jetzt übertrieben die Fahne raushängen. Wir haben unsere Pflicht zu Hause gemacht. Wir haben jetzt ein paar Sachen gemacht, die was eigentlich immer gefragt sind. Und da bin ich froh darüber, dass wir wieder zu den Tagen gefunden haben. Jetzt ist es schon wieder Konzentration auf Chiasso, weil das muss die nächste Herausforderung für uns sein, dass wir da auch wieder punkten.